Axt. Na toll. Sie interessiert sich überhaupt nicht für mich. Oh. Jetzt. Ach, jetzt hör doch mal auf. Ich bin dabei, einen Löwen zu zähmen. Nein! Ah, ich hasse ihn. Ach, das ist doch jetzt nicht sein Ernst, ey. Ich habe mir den Löwen gerade gezähmt. Also jetzt reicht's auch. Ich bin gerade erst aufgewacht. Frechheit. Es war für meinen Löwen, Arschloch. Ich war so schön dabei, mir einen Löwen zu zählen. Was? Der macht mir das Leben echt ein bisschen schwer, so früh am Morgen, so ohne Kaffee. Mein schöner Löwe. Blöd, Mann. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wo ist eigentlich mein Kaffee? Hier. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir wollen den Kultisten suchen. Ja, den letzten. Immer noch. Wir sind quasi auf, wo ist der Kultist, der mit dem Steinbruch zu tun hat. Mission. Tja. Und jetzt dachte ich mir, könnte ich einen Löwen zähmen? Ich habe sogar extra Fähigkeitspunkte in die Gesundheit meiner gezähmten Tiere investiert. Und dann macht mir dieses Aas von Söldner meinen Löwen kaputt. Gemein. Noch ein Löwe? Mietz, mietz. Da ist nur so ein Luchs. Nee, Luchse mag ich nicht. Ah. Muss ja nicht alles immer umbringen, aber Luchse mag ich nicht. Also, ich habe auch gar nicht viel Zeit, weil ich habe gleich ein Vorsprechen. Ja, gestern leider eine Absage bekommen für ein Theater, an dem ich vorgesprochen hatte. So was a man who paid his master for freedom, but is being kept a slave. You can do that? My master gave me a price for my freedom, and I saved until I had enough. Now that I've given him the drachmi, he pretends as if the deal never existed. Oh, Arschloch. That isn't right. Let me talk to him for you. Really? You do that? My name is Phaedon. I don't know who you are, but surely you were sent by the gods. They must have heard my prayers. If you're waiting on help from the gods, I can leave. No, please don't. Someone or something brought you here to me. Yes, my legs did. Gods or not, I'm grateful. My master should be near the silver mine. He's likely overseeing other slaves like myself. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Have you always been a slave? Since my youth. I was in the wrong place and born to the wrong family. I've been sold more than once. And you just now got enough to buy your freedom? More like I found a master who was willing to give me that sort of deal. I should have known he'd lie. It was my only hope and now it's gone. Do you often get whipped like that? More than you know. What did you do? I don't always know. Not working fast enough, looking at someone wrong, asking for water. Sometimes they do it just for fun. I'm not sure how much more I can take. I'll talk to your master and make sure he listens. He's not really the listening type. He will be with me. Der Wert eines Lebens. Das müsste es doch eigentlich sein. Ich habe so lange danach gesucht. Tja. Vielleicht finden wir ja noch einen neuen Löwen. Mäh. Kuckuck.
You look strong. I could always use more people to keep the slaves in line if you're looking for work. I'm already working. I'm here about one of your slaves, Fedon. As if I know their names. You're wasting my time. Net. I shouldn't even need to be here. You're the one wasting my time. Nobody has spoken to me like that in quite a while. Spit it out while you're still entertaining. Fedon paid you for his freedom. Give it to him. Doesn't sound leave her family to fend for themselves. But the cult of Cosmos needs it done. You're a member of the cult? If that's true, then you know who I am. You're smarter than they make you out to be, Eagle Bearer. Tell me why I shouldn't just kill you now. You could. Of course, if I'm killed, the slave stays that way. And I'm the only one who knows where his papers are. Why does this woman need to die? Oh, I'm sorry. I didn't realize you needed to know that. Wait, you don't. Ich möchte ihn jetzt gleich umbringen, bitte. Fedon said you already broke your promise once. This better not be another of those times. Look around. I have plenty of slaves. In exchange for the woman's death, I can let one go. Most people prefer to keep their cult status a secret. You can't do a thing about it if you want to help whatever his name is. Also, it adds a bit more fun to the situation, don't you think? I'll be on my way. Kill the woman or not, it's your choice. But if you want your slave friend to go free, it's the only way. Naja, wir wissen ja, wie das ausgeht. One person's freedom is another's demise. Ha, tja, nun haben wir ihn, der Meister. Jetzt müssen wir noch jemand anders umbringen. Wir können es ja mal angucken, wer das ist. Cassandra! What chance that we should meet here? It doesn't really feel like chance. Ah, so you wish for today's topic to be about fate? No, not really. Good, because I had another in mind. Attica is large, yet fate keeps bringing us together. Ah, you're trying to bring us back to fate once again. I won't let you avoid answering my questions, though. So how much did you overhear? Oh, all of it. You have a difficult choice to make, clearly. How much is the freedom of one person worth? Do you believe one life is worth more than another? People aren't equal, even if we wish it were true. So, you would say, for example, that your life is worth more than another's. Then, would you also say that there are some who are more worthy of life dependent on a person's actions and what they have done or can do for the world? I think I've said enough. Ah, you're right. I know you are busy and your mind is weary. That does sound like me. Go now. It's been an honor having these conversations with you. You too, Socrates. So, ich finde, wir machen gar nicht erst Kira zum Sklavenhalter zurück. Jetzt schon? Habe ich die doch schon aus Versehen umgebracht, oder was? Weil ich wollte gerade vorschlagen, lass uns die mal nicht umbringen. Lass uns ihn mal direkt umbringen. Mal gucken, was dann passiert. What is it? Achso. I'm not going to kill someone, so you'll free Fedon when he should have been already. Fine. Das ist gut. I'll find someone else to kill her. And Fedon will remain my slave. I'll be sure he receives a grand reward for wasting so much of my time. Ja, oder nicht? Kann man den irgendwie so ein bisschen anpieksen? Ja, kann man. Das war leicht. So, ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alles um den Mitten. Um die. Ach nee, einer fehlt immer noch.
Nothing gets past the eyes of Cosmos. Sag mal, die kennen wir doch. Oder? Bisschen schade für den Sklaven. Habe ich den jetzt noch nicht verfolgt? Warte mal. Nee, vergessen. So, jetzt. Ganz in der Nähe sogar. Hoffentlich ist mein Sklave jetzt nicht. Warte mal, sind hier noch welche in Kiepten? Da ist einer. Echt jetzt? Oh! Ich muss mal diese Bogenschützen loswerden, die nerven ja total. Schon wieder so ein Söldner. Offener Kampf ist nicht immer die intelligenteste Idee. Boah, wie viele denn noch? So, jetzt kriege ich endlich mal mein Leben wieder. Das ist schön. Ich wollte so gerne mal wieder einen Schluck Kaffee trinken eigentlich. Jetzt traue ich mich ja. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich selber schuld, aber der Kaffee ist es wert. Arrows incoming!
and they are paying well. Also da dieses Lager ja schon aufgeräumt ist, war ich hier ja anscheinend schon. Aber da gab es den Kultisten hier noch nicht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Zeitsache. Oder die Quest oder was. Ich habe keine Ahnung. Oder ich habe es einfach übersehen. Das kann natürlich sein. Aber das Camp habe ich ja schon vor längerem gemacht, weil eben in der Kultistenbeschreibung stand, besitzt eine Silbermine oder so. Hilft den Leuten in der Umgebung. Ja, wahrscheinlich habe ich das nicht gemacht. Wahrscheinlich habe ich diese kleinen Ausrufezeichen nicht verfolgt. Und ohne die ist er nicht aktiv gewesen oder so, ne? Das kann natürlich sein. Tja, ich würde jetzt gerne wieder so einen Löwen haben oder einen Jaguar. Endlich der letzte Kultist. Und dann sehen wir, wer in der Mitte sitzt. Echt jetzt? Ah, fuck. Ah, ich hab die unterschätzt. Ach ja, blöd. Blöd, 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 blöd.
Ja, sorry. War ich zu arrogant. So. Mach schon los. Oh Gott, wo habe ich das jetzt mal gespeichert? Kack. Okay, jetzt gehen wir das Ganze. Nein, wo sind wir? Nein. Wieso? So unfair. Hör doch auf jetzt hier. Kack. Pegasus, du mach mal. Okay, jetzt machen wir das ein bisschen anders. Gehen einfach durch die Tür. Oder durch das Loch in der Mauer. Dann speichere ich nochmal. Wer weiß, was sie sich nochmal einfallen lassen. Bei meiner Sterberate macht das total viel Sinn. Knipsen wir die aus. Das ist nur eine 56 und trotzdem hat sie mich so ausgeschaltet. Mit einem Teil. Echt geschafft. Das war die letzte. Und jetzt habe ich alle Hinweise entdeckt und you've seen it yourself. Es ist eine Frau. The future belongs to us. Nein. All gods and Anu be praised. Aspasia. Ich fass es nicht. Könnt ihr euch erinnern? Wow, what? Das ist ja krass. Das ist ja richtig krass. Was heißt denn hier, setze deine Odyssee fort? Ach so, unsere Odyssee. Also so richtig jetzt hier, so die Nummer. Ja. Krasser Lachs. Ja, Wahnsinn. Ja, toll. Also jetzt haben wir es. Setz deine Odyssee fort. Na gut, mache ich das. Dann würde ich sagen... Richtig krass. Das hätte ich nicht gedacht. Nee. Ah, ihr wusstet es wahrscheinlich nicht. Ich spiele so langsam. Thank you.
war jetzt echt eine Überraschung. Überraschender wäre nur gewesen, wenn es die Mutter gewesen wäre oder so. Am Ende. Aber das wäre so dramatisch, ne? Nach dem Happy End, das wir schon haben. Ich habe ja die Familie an Bord, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle, auch Deimos. Let's hope no one notices me here. You have the habit of appearing the moment I need you. What a power I may wield. Is there ever a time you don't need me? Good point. The drunk politician you had me take home? We ran into a bit of trouble. That's terrible. I'm glad to see you're okay. Yes. Thankfully, we both made it out alive. Oh, I see. Thank you to retrieve. What do I need to find? It's an Olisvos. If you saw it on the ground, even you wouldn't bend over to pick it up. But it means so much to me. To hold it again would mean more than you know. I never took you for someone who cared for sentimental things. I'm so much more than my beautiful face and flowing blonde locks. Like what? Well, let's see. People forget I'm an orphan, that Pericles isn't my father. I know what it's like to lose family, too. Ah, we have that in common. There's more to you than I thought, Mystios. Now, where were we? You're a big boy. Get it yourself. I sure am. But there's a small chance the woman who has it won't exactly be happy to see me again. There has to be a story behind this thing. When you see the Olisvos, you'll know. When you have it in your hands, against your skin, when you feel the weight of it, you'll know. Every time we talk, it seems like you're about to sleep with someone, or want to, or you've just finished. Is this woman the most recent one? Who said I slept with her? It was a safe guess. How do you find time for anything else? Determination, mostly. There's a closeness you can only feel with someone in those moments. Who wouldn't crave that? I'll get the Olisvos for you. There's a small chance the woman may wish to keep it for herself, to spite me. It may be best to go unseen and hurry back. She lives east of you. Don't worry. You'll have it in your hand soon. It's made out of stone. I guess that could work. Na gut, schauen wir mal, ob wir das Ding noch... Oh, wir haben ihn schon. Ah, that's it in your hand. You brought it. It's different than I remember it looking. And much bigger, too. She's going to miss it. This was never yours, was it? You had me steal it. We didn't just steal an Olisvos. We stole a family heirloom and a husband's confidence. Without it, he'll be focused on his wife instead of his business. I think she'll enjoy the change of pace. So it is sentimental, just not to you. The only thing that matters is you retrieved the Olisvos and helped me a great deal. What about me? Questgegenstand. Now we wash each other's backs, don't we? There's a reason you never turn me down, after all. Ein Olisvos ist. Ich glaube, ich will es auch gar nicht so genau wissen. Dann sind wir hier schon fertig, glaube ich. Guck mal, nichts mehr zu tun. Also ja, ein paar Fragezeichen und so. Aber so richtig ein... Da ist noch eins. Ah, ich ganz gut was weggeschafft hier.
Guck mal, hier habe ich auch aus Versehen was fertig gemacht. Das ist die Ehrgeiznummer. Hm. Hier ist aber auch noch eins. Okay. Ja, ein bisschen was gibt es hier noch zu tun. Können wir mal hier erstmal hinfliegen. Na, ich würde sagen, ich speichere jetzt mal. Und dann hole ich euch ab im nächsten Let's Play. Ich freue mich auf euch. Bis dann.